auch wenn Theodor Kreiner das nicht überlebt hat, ist doch irgendwann der Kampf gewonnen. 1814, 1815 zieht sich ja Napoleon zurück und spätestens mit der Schlacht bei Waterloo, heißt es ja eigentlich, das ist ja in Belgien, und nicht Englisch ausgesprochen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir jetzt Aber und Waterloo spielen sollen. Ja, mach doch mal. Nee, wir lassen das mal. Andermal vielleicht. Das ist natürlich der entscheidende Punkt für den Schlacht bei Leipzig, 1813. Und dann Waterloo und dann ist Napoleon erstmal vertrieben. Und das muss natürlich jetzt gefeiert werden. Das macht das Wächterlied. Das Wächterlied ist eigentlich älter, stammt das auch schon aus der Zeit der Französischen Revolution, der Mainzer Republik. Aber jetzt gibt es natürlich einen neuen Text, weil das ist ja häufig so, wenn da ein Lied schon bekannt ist und man jetzt gerade feiern will, die Franzosen sind vertrieben, wir sind wieder frei, dann biegt sich das an. Und deshalb spielen wir das Wächterlied jetzt eben in dieser Situation oder in diesem Text, den es eben zu diesem Zeitpunkt hat.